Hallo, meine geflügelten Freunde und ein herzliches Zeitag. Willkommen zurück zu Vampir. Wir müssen ja heute, ich hoffe, wir schaffen das, den oder einen Verräter im Krankenhaus finden. Und dazu müssen wir zuerst mit dem Krankenhausleiter reden, also diesem Edgar Swansea. So, und ich weiß gar nicht, ob wir letztens alle Punkte verwendet haben. Da gucken wir mal rein kurz. Hatten. Oh, wir haben noch ganz viele Punkte, die wir nicht verteilt haben. Dann machen wir das. Wo waren die Ausdauer? Wir brauchen ganz dringend mehr Ausdauer. Wo waren die? Hier, erhöht die Ausdauer. Ganz wichtig. Wollen wir es gleich zweimal erhöhen? Wir erhöhen es gleich zweimal. So, und dann. Gesundheit, Blutkapazität. Regeneration. Können wir das schon nehmen? Das klingt interessant. 1000. Nein, geht nicht. Stufe 10. Na! Das hier vielleicht? 500? Ja. Machen wir einfach mal. Zwei Sekunden Kontrolle, Blutbarriere. Oh. Nein. Das waren die Dinger, die ich letztens machen wollte und schon nicht genug EP hatte. Okay. Hier noch. Auch nicht. Haben wir 1300. Ja, okay. Machen wir das hier. Das können wir auch nicht gebrauchen. Ja gut, jetzt haben wir noch 200. Sehr schön. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. Jetzt geht es aber... Boah, als ob man das nicht erkennt, dass der ein Vampir ist. Oder auf jeden Fall sehr krank. Er sieht nicht gut aus. War da noch irgendwas drin? Wir gucken hier lang. It's locked. Wer ist denn da drin? Dr. Tippett, Dr. Strickland und Dr. Aykroyd. Ah, okay. Hier lang? Nee. Na, oh, da haben wir noch was. Auch noch was. Was ist das? Eine Patientenkarte. Behandlung gegen Erschöpfung. Wo ist denn diese Patientenkarte? Wo sehe ich die denn jetzt? Egal. Da können wir noch was nehmen. Hier ist noch was gewesen. Okay. Kommen wir hier? Nö, da kommen wir nicht weiter. Da ist noch eine Truhe. Oder eine Kiste. Dr. Swansea, hier. Hier sind wir richtig. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries.
The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. Moment, wir haben Details. Nee, okay. Sorry. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea. But my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. Naja, ob das so ein Geschenk ist. There is an absurd poetry to my situation. Physician, heal thyself. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. There is no need to apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I had none. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Okay. Wir schauen uns aber erstmal hier in seinem Büro um. Was haben wir denn? Ein Brief von Rakesh Chaturna. Ach, das ist der. Okay. So, haben wir hier noch was? Das noch was? Neue Details. Sehr schön, dann können wir mit den Leuten sprechen. Seltene Spezies von Vampiren. Mehr haben wir hier nicht. Hast du nichts für uns? Schade. Dann gehen wir raus und gehen zu der Gönnerin. So, wir müssen ja dafür raus. Wir können uns ja mal die Karte anschauen. Wir haben ja hier noch irgendwas. Ah, nee, das ist der Unterschlupf. Wir hatten doch noch Nebenmissionen. Wo stehen die dann? Hier. So, desto tiefer fallen sie. Ah, genau, das hatten wir ja gesagt, machen wir. Gut. Wir gehen jetzt aber erstmal zu der Frau. Da? Kommen wir hier lang? Moment, vielleicht gehen wir doch nicht zuerst zu der Frau. Komme ich da? Ist es weg?
Ach, das ist der Unterschlupf. Hm, okay. Kommen wir hier auch raus? Mit Umwegen. So, da hinten. Aber wir nehmen erstmal hier die Kiste mit. So, das soll die sein? The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here and we'll be up again soon enough. Ist das nicht die, die uns gerettet hat? Also, was heißt gerettet? Die... Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back around later. Your words are kind. The blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Bin ich auch ein Vampir? It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. Sieht aber nicht aus wie ein Vampir. The lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Hier ist echt ein Vampir? So it seems our Dr. Swansea does indeed have a fascination for creatures of our Im Gegensatz zu uns. Dr. Swansea is a remarkable man. Dedicated, one might say, obstinate? He spent years compiling our bestiary. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Mm-hmm. Pardon my boldness, Your Ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need weight. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first... Prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Oh, nur ein ganz kleines Fünkelchen Info hätten wir gern. Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. Aha. Wir glauben ihr mal. The world would be a better place if it were cared for by women like you. You make me blush. I am simply a necessary evil. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Mhm. Oh, hier. Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. Mm-hmm. What are your expectations? Please be precise. Was sie ist. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. Ja, das if we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze. The blood would run like a river. That's what I hope to avoid.
violence has a tendency to spiral out of control. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Mhm. Komm, ganz vorsichtig, kümmern uns darum. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Das will ich auch hoffen als Gegenleistung. Wir kümmern uns mal um die Leute. So. War hier noch irgendwas? Oh, was ist das? Achso, das hatten wir in der letzten Folge schon. Da ist sie. Wo geht's hier? Du bist ihr. What? What? What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? No. Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. Yeah, wir bedrohen sie doch gar nicht. You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. Wer auch immer sie you know ist. What goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts lit a poor sod's vein. Was? Sie mögen Tratsch. If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. Mm-hmm. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Also echt, dass die Ärzte und Schwestern sich mit solchen alten, griesgrimmigen Leuten auseinandersetzen müssen und dann noch alle wollen, dass man freundlich zu denen bleibt. Nee. Das wäre so gar nicht mein Ding. So, Schwester Pippa. I'll start my investigation with them. Lasst mich hier ran. Kannst du kurz aus dem Weg gehen? Ich möchte an den Schrank. Er leuchtet. Mano. I have wasted too much energy for so little result. Die zwei könnten ein süßes Pärchen abgeben. Ja, jetzt.
Wo muss man jetzt hin? Da lang vielleicht? Oh, zwei Orte? Achso, wir müssen mit allen Schwestern reden. Okay. Hier lang? Oder ist sie da unten? Wir gehen mal hier runter. Oh, kennen wir uns schon? Drücke. Wir können lauschen. Komm mal her. Please, sir. I need help bad. What's going on? I'm Blight, sir. Mutant Blight. I've lost my mate. Oh. Can't find him anywhere. I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. Please, calm down and give me more details. Oswald and myself were both infantry, sir. We were en route for the hospital, but... Well, we had a disagreement. And Oswald ran off towards the canal. How long have you been searching for him? I can't go there. Too many rats by the water. Fucking rats. Can't stand them since the war, sir. Can't stand them at all. Don't be ashamed, Mr. Blight. Many soldiers who survived the trenches suffer from musophobia. I'll see what I can do for your friend. Yeah. What can you tell me about yourself? I'm Oswald's best friend. We served in the same regiment, sir. We've taken care of each other since we came back from the front. This is a dangerous part of town. What are you doing here? We were looking for the Pembroke Hospital. We both need help. Treatment, I mean. To get some sleep. Just need to feel better, sir. No. What can you tell me about your friend? His name is Oswald Thatcher. We survived the war together. Oswald is... nervous and quite fragile since we came back from the war. Where was your friend the last time you saw him? He went down by the canal. He didn't want to go to the hospital. I think he went to the sewers on purpose. So I couldn't go after him. Oh, dabei macht er sich doch nur Sorgen um seinen Freund und wollte ihm helfen. If I find anything out about your friend, I'll let you know as soon as I can. Thank you, Dr. Reed. Okay. So, wir wollten jetzt hier runter. Vielleicht. Ist hier jemand? Kommen wir da durch? I cannot enter. Okay, also hier sind wir schon mal falsch. Oswald, you can't just die like this. Hier kommen wir auch nicht durch, aber... Oh, hier haben wir eine Kiste. Jetzt sind sie doch hier. Ah, okay. Hier müssen wir sie finden, in dem Bereich. Können wir dadurch irgendwas sehen? Da ist ja keiner in der Nähe. You can't just die like this. What? Ach, da hinten. Oh. Oh, was ist da? Dorothy Crane. Da hinten muss ich hin. Wie komme ich da hin? Komme ich hier einmal rum und dann dort hinten die Treppe runter? Wir gehen erstmal zu ihr. Hier ist es. Gut. Last warning, sir. Oh. No, ernsthaft? Safer place is to be than here. It's a leech. Komm schon. Weg mit euch.
Oh. We have to stop it. Oh my God. Komm schon. Oh, es sind so viele. Nein, 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 lasst mich in Ruhe, lasst mich in Ruhe. Ah, nein, nein, nein. Upsi. Ja. War gerade irgendwas? Aber ich muss doch da lang. Ich komme doch, glaube ich, gar nicht anders zu dieser Dorothy. Ach man. Hier ist keine. So, nee. Oh, hier ist Blut. Achso, nee, hier waren wir ja schon, glaube ich, letztens. Keep out. Oh, hier sind welche. Nicht mit euch. Ja, ein bisschen Blut. Na, achso, ich habe keine Ausdauer. Das war knapp. Na? Oh, tot. Sehr gut. Ist hier irgendwas? Ich bin voll falsch, ne? Da hinten sind noch welche. Oder ist das einfach die... Ja, ist eine Nebengasse. Ist noch ein Kistchen. Ich muss jetzt an diesen Leuten vorbei. Es waren 4 oder 5 Leute gerade, ne? War das hier? This is not steady, boys. Got one of them here. Komm schon. Genau, der mit der Waffe muss weg. Und saug ihn aus. Komm schon. Weg mit dir. Oh, ich habe die anderen gerade gar nicht ausgeraubt, ne? Egal. Na, komme ich hier an die Kiste? Danke. Ich muss doch irgendwie da runter. Wie komme ich da ran? Hier durch? Nee, da ist zu. Aber da muss ich durch. Ist hier noch irgendwas? Leute, wie kommen wir da hin? Oh, da hinten ist noch jemand. Oh, nee. Oh, nee. Das klingt wie so ein Schwein, was gerade abgeschlachtet wird. Oh, komm schon. Komm schon. Stirb. Ich weiß, er hat auch viel zu viel Leben. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wie viele Schatten kann der denn? Oh, Mist. Ich habe kein Blut mehr. Oh, geh weg. Lass mich in Ruhe. Ich muss mich irgendwie heilen. Oh, nee, geh weg. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Der lässt mich nicht mehr von mir ab, ne? Oder? Doch. Oh, Gott sei Dank. Wir sind echt viel zu schwach dafür. Oh, verdammt. Haben wir irgendwas in unserem Inventar, was wir benutzen können?
Schmiermittel. Nee. Okay. Wir sind doch voll falsch. Moment. Wir sind da, wir müssen aber da hoch. Okay. Dann laufen wir wieder zurück. Ich hoffe, wir kommen da jetzt lebend durch. Kann ich mich nicht darüber? Ach nee, ey. Nee, Mist. Ach, da. Sei Dank. Hör auf, so zu stöhnen. Ich weiß, dass du verletzt bist. Haben wir hier noch was? Okay, okay. I cannot enter. Aber schon. Ups. Okay. Und nu? Hier komme ich auch nirgendwo weiter. Da ist zu. Oh nee. Wer bist du denn? Bist du... Du bist nicht der Typ, ne? Nee. Komm, gib mir ein bisschen Blut. Ich muss hier. Komm schon. Puh. Gehen wir hier irgendwie weiter. Oh, was ist hier? Achso, auch wieder nur ein Plakat. Ah, wie komme ich jetzt weiter? Oder zurück eher? Ich will hier nicht lang. Wie komme ich da? Okay, so. Oh. Was? Schocken? Verdammt. Okay, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg. Mit ganz viel Ausweichen vielleicht. Kann ich ihn auch aussaugen? Ich möchte ihn aussaugen. Oh, 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 oh. Steh auf, steh auf, steh auf. Weg mit dir. Ach, komm schon. Warum kann ich ihn nicht aussaugen? Ach. Okay, okay, okay. Ich glaube, wir schaffen das nicht. Nein. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Ich lass dich in Ruhe, du lässt mich in Ruhe, okay? Das ist doch ein Deal. Wir laufen einfach mal hierhin zurück. Ja, Ratten, gib her. Wir brauchen Blut. So, können wir uns jetzt heilen? Ja, ein bisschen. Haben wir noch mehr Ratten hier? Irgendwo? Oh, gib mir nochmal. Was ist das? Schilling. Da ist noch eine Ratte. So, das waren bestimmt alle. Okay.
Müssen wir sie erst sehen vielleicht? Sie ist doch da hinten, genau. Müssen wir sie jetzt einfach aushorchen oder... Oh, was denn da unten? Wir gehen mal hier runter. Na, komm schon. Ja. Achso, wir hätten uns einfach nur hier hinstellen müssen und lauschen müssen. Okay. Wir gehen so einen Umweg. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Ah, oh, okay. Sie hat ihm also einfach einen Gutschein gegeben. Jetzt müssen wir die anderen Schwestern gar nicht mehr finden. Gut. Finde den Gangster in der Kanalisation. Oh. Kanalisation. Mhm. Oh nee, ich höre da schon wieder was. He's locked the door behind him. I need to find another way to follow him. Pinkelt der da gerade hinter hinten? Mhm. Wie kommt er da runter, wenn es zu ist? Fliegen. Oh, was? Was verpasse ich gerade? Wer schreit hier? Blut. Ist hier noch irgendwas? Nö, dann gehen wir einfach weiter. Oh, noch mehr Fliegen. Hä? Stand da nicht gerade noch jemand? Oder war das ein anderer Raum? Nee, das ist doch der hier. Das war doch der hier. Das nichts. This man has been savagely attacked and dragged to the floor. I want to see the sky. Feel the fresh air. Jetzt ist aufgeschlossen. Doch, das ist das hier. Hier stand der und hat gepinkelt. Ja, ich möchte ja auch nicht sterben. Oh. Da unten ist das Vieh. Oh. In der Kiste was? Nee. Oh. Oh. Ich hab den gar nicht gesehen gerade. Ah, nein. Oh, das ist ja noch einer. Mann, warum muss die Ausdauer so schnell weggehen, wenn ich schlage? Sorry, aber das ist ein bisschen doof. Kommt der hier hoch? Wir warten mal kurz. Kommt der hier hoch?
will das mal wissen. Nö, der kommt anscheinend nicht hier hoch. Gut. Was ist das? Gewöhnliche Stachelkeule. Moment. Zeigt mal her. 110. Du machst nur 99. Dann nehmen wir doch den. Wie viel Ausdauer? 30. Ich könnte damit schocken. Ich möchte die bitte ausrüsten. Hier. Nee. Hier? Das nehmen wir. Mutationsmittel. Ja. Okay. Zera haben wir gar nicht. Ja. Was haben wir denn hier? Da ist noch was drin. Hat das nicht gerade geleuchtet? Okay, ich muss hier runter. Kann ich mich an dem Typen vorbeischleichen? Bestimmt, aber es wäre gar nicht so gut. Ich brauche ja die Punkte. Komm, wir sind mal nicht so Feigling. Ach, das war der von eben. Boah, der knüppelt halt aber gut aus. So. Ach ja, das war der erste Tote. So, dann da. Komm her. Und Ausdauer. Wir brauchen nämlich das Blut. Wir brauchen dein untotes Blut. Noch mehr. Komm schon. Tot? Tot. Doppeltot hält besser. Nee, da hoch müssen wir nicht. Ist hier noch was? Nee. Jetzt können wir hier lang. Hier lang. Komm schon. Der Mann des Drachens. Okay. Oh, Ratten. Aber ich habe eigentlich genug Blut. Noch eine Kiste. Nee, dich nehmen wir jetzt nicht. Das wäre nur Verschwendung. Von da kam ich, ne? Hier lang. Beware. Oh, hier unten wird irgendwas sein. Bosskampf? Es sieht aus wie ein Boss. Yep. Komm schon. Ja, saug's aus. Das ist bestimmt hochwertiges Blut. Komm schon. Ja, noch wieder aussaugen. Na, wo ist das? Da. Okay. Nein. Komm hoch. Wir brauchen. Ach, komm schon. Und angreifen. Oh, was war das? Mist. Ich brauch Blut. Ich saug ihn aus. Ich brauch Blut und Leben. Und wieder. Danke. Oh ja, tot. Geschafft. Beim ersten Mal.
Here's what's left of him. Schwester Dorothys Gutschein. Ach, der wurde da. Okay. Some voucher for a free checkup in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her. Der war aber echt schnell mit dem Essen, ne? So, hier ist nichts mehr. Ich kann nichts einsammeln. Oh. Oh, hier ist noch eine Truhe. Ne, hier ist echt nichts mehr. Schade, schade. Jetzt können wir ein paar Ratten essen. I can't believe I'm doing this. Naja. Er kann sich glücklich schätzen. Lieber ein paar Ratten als Menschen. Nee, da waren wir. Was ist hier oben? Ein Bürger retten. Sieh mal nach ihm. Oh, da unten. Gib mir ein bisschen Blut. Wo ist er? Da. Den saugen wir auch noch schön aus. Komm, na, weg mit dir. So, geschafft. Sorry, dass sie das mit ansehen mussten. Geht's ihnen gut? Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. Ach, das ist bestimmt der Kumpel. And I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay. Okay, I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. Mr. Thatcher, your friend Newton sent me to help you. Do you remember him? Yes. Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. Ja, genau. Sehr schön. So, was haben wir denn hier? Würden Sie bitte aus dem Weg gehen? Ich möchte an diese Truhe ran. Danke. Wie der Arm da einfach durchs Gitter hängt. So, mehr haben wir hier nicht. Nee. Gut, dann können wir jetzt weitergehen. Hier muss noch irgendwo was sein. Und wenn es nur ein paar Schillinge sind. Nee, schade. Oh nee, wo? Über mir? Wer rülpst hier so? Klingt echt widerlich. Ach, da. Boah. Den Knüppel müssen wir aufwerten. Der hat richtig schön Wumms. Also wie viel? Ah, den kann ich nicht so viel abziehen. Kommt schon, weg mit euch. Na, komm schon. Du bist tot? Bist du auch tot? Ja, du aber noch nicht. Jetzt bist du auch tot. Sehr schön. Gibt auch noch mal ein paar Pünktchen.
Oh, da hinten sind noch mehr. Muss ich da überhaupt lang? Nee, ich muss da lang. Gut. Da hinten, wo muss ich lang? It's locked, alright. Oh, komm schon. Ich muss jetzt echt an denen vorbei. Komm schon, tot. Danke. Hast du auch was für mich? Nee. Oi, oi, oi. Ach, komm schon. Dich hätte ich fast gekriegt. Und Dankeschön. Nee, die Ratte brauchen wir jetzt nicht. Kommen wir hier weiter? Nee. Mist. Komm ich da irgendwie hoch? Kann ich mich da hoch? Ja. Keine Ahnung, ob das der richtige Weg ist. Aber wir kommen schon irgendwo an. It's locked. Oder auch nicht. Komme ich hier noch irgendwie hoch? Auch nicht. Ha. Unterschlupf. Ja, wir können was aufwerten. Und zwar können wir ihn schon aufwerten. Das sieht doch gut aus. Und das. Stufe 3 geht noch nicht. Gut, wie viel hast du jetzt immer noch? 110? Mache ich irgendwas falsch beim Aufwerten? Gewöhnliche Stachelkeule. Verursachten Schaden um 10% erhöhen. Achso, und dann könnte ich es komplett aufwerten. Aber nee, die möchte ich nicht aufwerten. Das können wir auch nicht. Das wollen wir eigentlich nicht. Speil? Nee. Nee, ich bin mit dem Knüppel ganz zufrieden. Da möchte ich jetzt die Materialien nicht für was anderes verwenden. Das wäre vielleicht noch verschwendet am Ende. Der Vampirclub. Da geht's nicht. Da geht's wieder raus. Hier ist noch eine Truhe. So, dann wollen wir uns mal hinlegen und unsere Punkte ein bisschen verteilen. Wir brauchen aber definitiv mehr Ausdauer. Wir brauchen aber auch mehr Gesundheit. Das, Blutkapazität. Oh, wie viel? Ja, dann nehmen wir das noch. So, und die Ausdauer, geht das? Ja, geht. Supi. Nee. Wir möchten es nicht verwerfen.
So. I cannot enter. Sehr schön. Hier ist wieder eine Truhe. So. Oh, hi. Wie der doch einfach rumstand. Warum? Wie muss ich da, wie komme ich da hin? 175 Meter. It's elite! Kill it! Mine is team! Ja. Wie viel sagen wir ihm denn aus? Ja, ist ein gutes Sümmchen. So, du hast noch was. Da komme ich gar nicht lang. Oh, hier sind noch... Muss ich durch diese Typen durch? Macht Spaß, dir mal auszusaugen. Am Ende. Das ist wie so ein echter Vampir, das machen würde. Wer klopft hier wo gegen? Mich da rein vielleicht? Möchte ich da rein überhaupt? Ich bin mir nicht so sicher. Ich da hoch? Warum komme ich da nicht hoch? Das sieht so aus, als könnte ich da eigentlich hoch. Aber irgendwie geht es nicht. Na gut. Hier kommen wir auch nicht weiter. So, da komme ich nicht durch. It's locked, all right. Warum auch immer. Oh, da sind die schon wieder. Ah. Bist du alle? Nein, noch nicht. Jetzt ist er leer. So, gib mir mal eure Sachen hier. Hast du noch was? Nee. Wo muss ich denn jetzt hin? Da hoch muss ich, aber wie? Hier irgendwie durch? Also hier irgendwie? Maybe? Nee. Aber hier rüber hatten wir doch auch keinen Weg gefunden. Da? Ja, das wäre da hinten und da kommen wir nicht durch. Muss ich hier einmal außen rum? Oh nein. Oh nein. Ich höre da schon wieder jemanden grunzen. Geh mal weg hier. So, weg. Oh, du bist noch gar nicht tot. Jetzt aber. Komm schon. Dankeschön. So, du hast was. Du hast da bestimmt auch was. Da liegt was. So, hier lang vielleicht? Nee.
Genau andersrum. Hier glaube ich lang. Ja, das sieht gut aus. Nee, da kommen wir nicht rein. So. Hier dran dann vorbei. Hier weiter dran vorbei. Ja, ja, hier weiter dran vorbei. Dann noch ein bisschen weiter und hier über die Brücke rüber. Oh nein, ich komme hier. Ich weiß nicht, ob ich hier sein möchte. Ach, komm schon. Oha, Level 18. Möchtest du mich veräppeln? Okay, bitte zurück in dein Grab. Oh, was? Notiz? Aha. Robert Palmer. Dead inside. Don't open. Wir sind doch hier nicht bei Walking Dead. Oh. It's one of her. Wir sind nicht Level 18, zum Glück. Oh, wie sich der da anschleicht. Und einfach zuguckt, wie sein Kumpane umgebracht wird. Ach komm schon. Njam, 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 njam. Ist hier noch jemand? Ja, irgendwo ist noch jemand. Da oben. Oh, gib mir dein Blut. Nichts. Gibt es hier noch irgendwo einen Gegner? Oh. Bin ich richtig? Ich glaube nicht. Wir gehen trotzdem hier durch. Ganz einfach. Na, komm schon. Keep out. Hm? Oh. Oh. Ups. So, einmal leer. Und komm, du auch noch. Na, komm schon. Danke. Lob dich. Mein Gott, sind hier viele Tote. War hier noch irgendwas? Irgendwas? Irgendwen? Die sind alle erledigt. Da runter müssen wir, ne? Wo denn? Da! Nom, nom, nom.
Ja, wir sind doch schon fertig. Ich nehme mir noch dein Geld. Dankeschön. What? What happened? Who are you? It's all right, sir. You're safe now. Oh, a fellow Englishman. Thank you, sir. For a moment, I thought those bloody heathens would kill me. What are you doing here? This place is not safe. Yeah, it's a cesspool, but it's mine. I came to collect some overdue rent, but those who still live here have gone completely bonkers. You're very lucky to be alive. Yeah, filthy immigrants. Fucking savages, every one of them. And now with this bloody fever, they're just animals. You can find safety of sorts in Whitechapel. If you're quick and cautious, you'll be able to avoid the savages. Hmm. This is Braille. Text in Blindschrift. I need someone who can read this. Cool. Aber als ob es ein Heilmittel für Blindheit gibt. Das glaubt ihr ja wohl selbst nicht, Spiel. So. Das haben wir geschafft. Wir müssen aber immer noch nach Whitechapel, Chapel. Lass mich hier hoch, bitte. Danke. Oh, da ging's weiter raus. Ja, hier. It's locked. Mhm. Aber ich komme ja auch gar nicht auf die andere Seite, glaube ich. Oder? Nee, das nicht. Hm. Vielleicht später. Oder gar nicht. So. Wo müssen wir jetzt weiter? Hier unten lang? Nee. Das sieht nicht danach aus. Oh, Moment. Wir gucken mal auf der Karte. Hier hinten und dann da hoch. Was ist hier hinten? Hier lang? Komme ich da durch? Ihn aussaugen. Egal, da ist noch ein Opfer. Uiuiui. Wir brauchen. Ah ne, Blut ist wieder voll. Ich dachte schon, das ist jetzt nicht mehr voll. Sieht aber aus. Oh, komm schon, stirb. Dankeschön. So ein braver kleiner Feind. Hat es noch was? Hier gibt es nichts mehr. Oh, was ist denn hier? Die Karte ist aber auch echt groß. Das ganze Spiel ist echt groß. Oh, da ist noch jemand. War da noch jemand? Nee. Gut. Was haben wir denn hier? Abgenutzter Pflegenflock. Bericht über Pembroke. Okay. Da ist noch was. Hier noch lang? Nee. Okay.
Da ist noch eine Kiste. Dann können wir wieder raus. So, wo geht es jetzt weiter? Nicht hier anscheinend, oder? Komme ich hier irgendwo hoch und weiter? Nee. Mist. Oh. Hier lang? Ja, das sieht gut aus. Ich sollte auch des Öfteren mal nach oben gucken. Oh, nee, ich wollte mich nicht hinlegen. Das bringt doch gar nichts. Ich habe noch nicht genug Punkte. Achso, das ist das. Oh, die Ratten brauche ich nicht. Hier weiter, ja. Oh. Toll. Wieder ein hinter mir stand. Nyang, nyang, nyang. Das ist ja richtig leckeres Blut, was du da hast. Oha. Was macht der denn? Was war das denn für ein Move? Was machst du? Was ist das? Haben die mich vergiftet oder was? Oh, schon tot. Komm schon, ihr habt noch irgendwas für mich. Danke. Boah. Okay. Wo müssen wir jetzt lang? Da anscheinend nicht. Was haben wir hier? Möchten Sie mehr wissen? Schließen Sie sich den Truppen an. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte hier die Mülltonne. Hier lang? Ja, das sieht gut aus. Dankeschön. So, da weiter lang? Ja, weiter geradeaus. Der Typ da hinten ist eigentlich der gefährlichste immer. Ach, Mist. Der ist tot. Roger, die Mauer. Okay. Der steht auch echt wie eine Mauer. Super nervig, dieser Typ. Die anderen sind weniger das Problem, aber der hier mit der blauen Mütze, der ist echt nervig. Seht ihr? Die sind super easy. Wenn er mich jetzt nicht steppen würde. Danke. So. Ups, das war was. Jetzt können wir hier lang. Nee, da geht's nur zurück. Hier rein. Ja, das sieht gut aus. Das können wir uns nicht anschauen. Okay. Jetzt sind wir in Whitechapel. Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. Okay, dann finden wir ihn mal.
Hier ist falsch. Bastard at the wall next to me. I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I'm a doctor. Name's Albert. Remember it. Now bugger off. Suche nach Schwester Dorothy. Dorothy Crane from the Pembroke Hospital. If you know anything about her, I'd appreciate it. Never heard of her. She's pretty, I'll keep an eye out. I found the recruiter you were expecting. He's dead, but he carried a note. The Wet Boot Boys have accepted your application. I knew it! I told you I was tough enough. I'll be free soon. Das ist aber keine Freiheit. You may soon find out that you have simply traded one set of shackles for another. You're all fancy words, none of which concern me. Go worry about someone else. I'm fine and I have a future here. Okay. What happened? Did you really steal that man's medication? Hey, I didn't do anything. It ain't me. Was denn leichtes Ziel ausgesucht? Medication and drugs are a rare commodity in East London. So you picked an easy target, didn't you? Sod off, mister. You ain't got no clue what's going on here. Bastard was a soldier in the war, so now he's got the right to shoot me. It's true. I'm not familiar with this part of town. Perhaps you could help. I said sod off. Go find yourself another guide. Eins hatten wir noch hier, persönliche Fragen. Ah, okay, können wir gar nichts machen. Gut. Goodbye, young man. I won't end up another drunk arsehole littering the streets. Not me. You'll understand. You've wasted your life. What? Shooting a boy in the middle of the street. Not the best thing to do, wouldn't you say? Ist das dieser Palmer? You saw what happened. Who are you? I'm Dr. Reed, and I'd like to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. You know. And no one can help me. Not even you. Oh. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Have you heard anything? It's funny, I've been searching for her too. I need some pills. The woman is a phantom, if you ask me. Really? And why is that? Word is she ain't real. She's a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. What can you tell me about this place? Nothing to say, really. This is where I used to live, and this is where I live now. You don't have anywhere to go? No family that would welcome you? Not since the death of my wife, Albert's mother. She was sick, you see. Long before the flu and all this shit. You mean you used to have a better life? Yeah, I had a wife, a home, and a job. I even used to have a name. And now I'm just Ben. Ben the Tramp. Perhaps you could focus for a moment and tell me your troubles. I'm sick, broke, and my son just stole my pills. Everything's coming up roses. War noch was? Yeah. Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the head, you see, and the boy just failed me last nerve. What is it, Benjamin? It was the war, wasn't it? Your nerves are shot, aren't they? I need some answers, Private. From one soldier to another. The doctors called me a liar. A coward. Put me in a straitjacket, locked me up. Finally, they sent me back to the front lines with a handful of tablets. Kommt, reißen sich zusammen. Face down in the mud. You want to change places with them?
You cannot waste your chance at life this way. It's not that simple. I wouldn't have expected you to understand. I don't even know why I spoke to you in the first place. Okay. A gun, alcohol, and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. Not me. So, hier lang? Ja, das sieht gut aus. Es sind mal so viele Leute unterwegs. Good evening, Miss. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. Mm-hmm. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like to talk about competition. Competition, you say? Never met her, but it seems she provides some sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of scam, if you ask me. Tell me, who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers. Here. Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy. Wir leben in London. Ah, nee, das hatten wir gerade. Gut, was hat sie denn? I'd like to see what kind of medicine you're selling. Ups, Mixtur. Wollen wir uns das holen? Ja, wir kaufen uns das. Das brauchen. Gut, das war's erstmal. Wir bekommen bestimmt auch alles irgendwie hier. Wo geht's jetzt weiter? Ja, hier hoch. Und da. What? What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Okay. Ah, nee, nee, nicht. Boah, wir brauchen doch nicht klopfen. Wie kann ich ihn hier durch beobachten vielleicht? Nee. Moment. Da hinten. Komm ich hier irgendwie durch? Wie komme ich jetzt zu ihm? Ist abgeschlossen. It's locked, all right. Mist. Ist auch nichts weiter. Hier gehe ich doch viel zu weit weg von ihm. Ich muss da irgendwie lang. Ohne Hinweise. Ich kann keine Hinweise finden, wenn ich da nicht
durchkomme. Da hoch komme ich auch nicht. Hier ging es auch nicht weiter. Und Cheaters hat er. Durch die Tür kam ich ja nicht. No one's there. Ach, wisst ihr was, Leute? Wir finden einfach die Hinweise in der nächsten Folge. Dann haben wir schon mal was, was wir dann erledigen können. Ja, ich finde, das ist eine gute Idee. Ich hoffe, ihr auch. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Tschüss, meine Lieben.